Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Devil May Cry Teil 3. Auftrag 15, der Eindringling. Kontrollieren Sie den Turm und somit auch Ihr Schicksal. Los geht's. So, wir schauen uns natürlich erstmal hier um, aber hier ist nichts. Und wenn, dann habe ich es übersehen. Ist das ein Boss? Anscheinend nicht. Au! Ja, genau. Wie sind diese Gegner gedacht? Ich hasse solche fliegenden Gegner. Es ist einfach so. Ich weiß nie, wie ich da richtig dran komme. Die Schusswaffen sind jetzt auch nicht unbedingt die stärksten. Kommst du da runter? Und jetzt sterbe ich, weil mich so eine kleine Spinne trifft. Wetten? Oh, da habe ich aber Glück gehabt, ey. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich werde jetzt sterben, ich weiß es. Okay, da fehlt wieder irgendwas. Eingang zum verbotenen Land. Jetzt möchte ich aber gerne erstmal kurz sterben. Jetzt kann ich endlich meine Schrotflinte leveln. So, eine Energiequelle wurde aktiviert. Nebenan ist ein lautes Einschnappen zu hören, als würden zwei Teile zusammengesteckt. Muss ich jetzt wieder hier rein? Nee. Okay, muss ich jetzt zurück? Oder muss ich da irgendwie hoch? Sieht aus wie ein Schalter für einen Aufzug. Irgendwas fehlt aber. Hä?
Zum ersten Mal, dass das blaue Flammen sind. Eine gewaltige Kraft lässt den Turm schwanken. Es fühlt sich an, als würde er sich drehen. Ja. So, darf ich jetzt einmal kurz sterben, oder wie ist das? Rebirth? Nö. Die spare ich mir auf die Kugel. Ja, aua. Oh. Ich will doch nur die roten Punkte. Okay, der Turm dreht sich wieder. Ey. Ey, was geht ab? Ja, geil. Danke. Danke, Spiel. Ach, darf ich das jetzt nochmal machen? Mhm. Ist okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder zur anderen Seite kommen. Jetzt bin ich aber wieder hier. Ja, nicht ganz hier, aber was ist das? Dieser Pfad führt zurück in die Welt der Menschen. Wer den Eingang zur Dämonenwelt finden will, muss vom zentralen Weg himmelswärts ziehen. Aha. Ach, nicht die schon wieder. Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Ich hab grad absolut keine Ahnung, wo wir hingehen. Jetzt bin ich wieder hier. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gefunden. Ah. Okay, das muss vervollständigt werden. Was passiert denn, wenn ich da jetzt gegenhaue? Und ich gehe da nochmal durch. Okay, das ist immer wieder der Vorratsraum.
Ich check's trotzdem absolut nicht. Jetzt sind wir schon wieder hier. Boah, ey, ich hab keinen Plan, Mann. Also das Level ist scheiße. Sage ich offen und ehrlich, wie es ist. Es ist totale Kacke. So, was passiert jetzt? Jetzt sind wir wieder in diesem See. Aber hier waren wir auch noch nicht, ne? So, da haben wir noch einen Teil. Wenn man jetzt wüsste, wo die sind, ne, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Da sind auch Sachen, wie soll ich... Also von der Zeit her werde ich keinen Oscar gewinnen. Ist das Teil vielleicht doch hier irgendwo? Okay, das sieht neu aus. Boah, 3 Jahre später, wir haben es endlich gefunden. Mein Gott, lauf doch da durch! Ja, fuck off. Ey. Boah, Alter. 1 Stunde später.
plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender, in joy, to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Sloth. Gluttony. Greed. Envy. Lust. Wrath. And pride. A bell of chaos that tolls human desires. After 2,000 long years, the once sealed gate to the demonic world will open. Destruction! Carnage and despair! Let your instincts drive you. Entrap this world in fear, as its very name, Timon McGrew, strikes terror into the heart of mankind. Then I will become the ultimate ruler of this wasteland, engulfed with pandemonium. The demonic power that Sparta once imprisoned will be ...36 Minuten gebraucht, wir haben viele Kugeln gesammelt, aber das hat nicht gereicht für einen guten Rang. Ja, so sieht's nämlich aus. Wir speichern hier an dieser Stelle und ich bin froh, dass dieses Level vorbei ist. Ich hätte es mir einfach machen können, aber wie man denn dann so ist und alles absuchen will, ja, habe ich's mir dann erschwert. Wir schauen noch mal eben das Video, wenn eins kommt, und dann verabschieden wir uns für diese Folge. Auftrag 16, Sieg oder Niederlage, stehen Sie für Ihre Überzeugung ein? Na gut, das werden wir tun, aber erst in der nächsten Folge. Schauen mal eben gerade in die eigene Nein-Stellung. Wir haben nämlich gar nicht so viele Punkte. Okay, ich habe gedacht, wir haben ein bisschen mehr, aber egal. Gut, dann verabschieden wir uns. Wenn es euch gefallen hat, Kommentare unter dem Video, Däumchen unter dem Video und wenn es denn dann geht, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein. Wenn es wieder heißt... Devil May Cry. Ja, würde mich freuen, wenn du einschalten würdest. Denn das würde mich freuen, den Kanal ein bisschen supporten und natürlich diesen Bart etwas länger werden lassen. Also bis zum nächsten Mal. Peace.